Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde Wascher Fishing 4, meine Freunde. Ja, ich bin heute am Nordmeer unterwegs und zwar möchte ich gerne den atlantischen Hering fangen, die Sardine und Makrele. Könnte sehr interessant sein für Leute, die den Hering noch als Trophäe brauchen oder die Sardine, so wie ich. Die Makrele ist ja nicht das Problem. Wir stehen auf der 41 quasi und es wird jetzt gleich hell. Und dann hoffen wir mal, dass es losgeht. Und immer zwischendrin werde ich mich melden, wie es läuft. Ich hoffe, es wird gut laufen. Wir werden hier in einer Tiefe von 20 Metern, werde ich den oder die Köder stoppen auf jeden Fall. Und dann einfach fleißig pilken. Ja? Und dann mal gucken, was hier so geht. Ich hoffe, es werden ein paar schöne atlantische Heringe drum kommen. Weil die bringen auch sehr, sehr gutes Silber, wie ich finde. Und sind, ja, macht einfach Spaß, die kleinen Viecher zu beangeln hier, wenn man auf jeden Fall auf das schnelle Geld aus ist. Da haben wir ja schon mal was. Gucken wir mal direkt, was das sein soll hier. Ja, da haben wir schon eine schöne europäische Sardine. Ja, ich weiß nicht, nach dem kleinen Update hier, also ich habe hier Faxen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen dem Update ist oder auf jeden Fall, oder ob der Chat ausgestellt wurde, ich habe keine Ahnung. Naja, wir sehen uns zwischendrin auf jeden Fall wieder. Wir wollen jetzt hier so knapp ein Stündchen auf jeden Fall verweilen. So, da sind wir wieder. Da haben wir jetzt endlich mal den ersten atlantischen Hering. Ich bin mal umgeswitcht. Also hier rüber. Ich denke, hier ist auch besser. Ja, auf der Area auf jeden Fall. Und ja, 9 Minuten. Auf jeden Fall 4 Sardinen, ein Köder und jetzt einen Hering. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. So, ich werf auch schon mal auf 20 Meter einfach auch. Schon mal raus. Ja, auf die Weite, ich werfe auf die Weite raus. Also wo ich auf die Tiefe nachher hin will. Und beim Absinken pilke ich dann schon mal. So kriege ich auch schon mal sehr gute Bisse auf jeden Fall. Und irgendwann ist der Köder ja dann unter uns. Und dann liegen wir ja direkt auf die 20 Meter. Ja, so, seht ihr. Da war jetzt auch direkt ein Biss dann. Ja, muss man jetzt nicht so machen, aber kommen auch schon mal gute Sachen rum. Jetzt sind wir auf 25 Meter, schnell auf 20 rangezogen und dann direkt schon auf der Weite beim Absinken anziehen. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch ein paar mehr auf jeden Fall von den Heringen. Die sind echt cool, dass sie reingemacht wurden. Die bringen auch echt gut Geld. Man kann sagen, ja, der wird jetzt schon so 25, 30 Silber, denke ich mal, bringen. Das dürfte ein oller Köhler sein. Wir wollen keine Köhler. Komm, Junge. In diesem Sinne, bis später. So. Zweiter atlantischer Hering, 190 Gramm. Also hier die Ecke hier unten ist sehr gut auf jeden Fall. Also wenn, dann hier aufhalten. Und das, ich sag mal, das Interessante ist, wenn man schon auf die 20 Meter rauswirft, man hat ja eine viel breitere Fläche, die man ja absucht beim Absinken auf jeden Fall, als wenn man sofort immer vor dem Fuß vor sich wirft. Also die Methode ist auf jeden Fall nicht mit verkehrt. Okay, aber ja, werden wir wahrscheinlich wieder einen Köhler haben. Ja, wir gucken jetzt auch mal rein, wie ich hier auf jeden Fall angel. Was haben wir denn da dran? Wir sehen oben links schon einen roten Lurker. Der wird wahrscheinlich eher die Döner anziehen. Zack. Ansonsten, ja, wie gesagt, roter Lurker. Aber jetzt, ja, so, natürlich die geilen Shrimpies wieder. Ja, die kennen wir ja alle. Zweimal mit Schwarzflu und einmal Schwarzgrün, alles auf Dreier Aberdeens. Ja, da ist das ganze Geheimnis. Schnell wieder raus. So, 20 Meter raus schon. Auf die Tiefe, die wir nachher vor unseren Fuß haben wollen. Und zack, seht ihr, ist ja quasi schon ziemlich oben gebissen. So, wieder eine Sardine. Wir gucken mal rein. Jetzt wird es schon besser auf jeden Fall. Ne? Nach 14 Minuten 1,7 Kilo Makrele auch schon dabei gewesen. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen.
Ja, es gibt eben manchmal auf einer Sandbank nur bestimmte Bereiche, die eben auch funktionieren. So wie jetzt eben oben links im Norden auf der Karte. Eben bin ich in der Mitte rumgedriftet, da war erstmal gar nichts. Ah, der war wieder weg. Dann lassen wir nochmal ab auf 20. Ja, so ist es. Ganz schön langweilig hier ohne Chat. Kommt man sich schon vor wie so ein Singleplayer. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber das soll man machen, ne? Tja, Weihnachtsmarkt ist auf jeden Fall weg heute. Dann wurde eine neue Region hinzugefügt, Indonesien. Ja, auch schon wieder weg. Naja, ich werfe einfach neu raus. Ja, man sieht, Spieler aus aller Welt zieht's nach R4, die angeln wollen, so ist es. Also müssen wahrscheinlich größere Serverkapazitäten her. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich nochmal ein atlantischer Hering. 250 Gramm, ja, über Tag war er mau. Wir haben jetzt trotzdem 38 Fische in 44 Minuten. Sind dann aber auch gut. Sardinen ist okay. Makrele war wenig. Steinköder 3 bringt auch Geld. Ja, und dann kamen irgendwann die Köder auf jeden Fall. Leider. Oder bin ich zu tief? Und man muss sich auf jeden Fall hier so aufhalten. Also das Schlimme ist, wenn ihr schon hier irgendwo seid, kannst du schon vergessen. Jetzt gegen Abend wird es nochmal besser. Aber war okay. Die Runde war in Ordnung. Wir gucken jetzt gleich mal, was das am Fischmarkt doch noch so bringt. Wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel rumkommen. Da haben wir nochmal eine schöne Sardine. 3 bis 4 Heringe die Stunde sollten drin sein. Viel mehr ist schwierig. Bringt ja auch Silber, ne? Der beißt dann eben nicht so. Ist halt so. Kennen wir ja alles. Na, ja, vielleicht kriegen wir ja noch was Schönes. Mal gucken. Die Beißfreudigkeit fängt ja wieder an. Aber gleich ist Nacht. Oh, da haben wir nochmal einen. Sehr schön. Doch noch 4 in der Stunde geworden. Taugt das Video doch noch ein bisschen auf jeden Fall. So, 20 Meter runter. Stopp. Ah ja, das war ein ganz kleiner. Die hängen nicht. Die wollen wir auch nicht. Die hängen nicht. Also wieder weg mit der Scheiß. Der ist besser. Wenn das eine Sardine wäre. Jojojoi. Uiuiui. Oh, wäre aber eine fette Sardine. Wenn das mal ein Hering gewesen wäre. Der wäre gut gewesen. Sardine wäre eine Übertrophäe geworden. Ja, da haben wir wieder so einen Köhler. Oder eine dicke Makrele. Glaube ich aber weniger. Komm her, du Drecksvieh. Wir brauchen noch ein bisschen Fisch, Fisch, Fisch. 47 Minuten, 42 Fische. Gut, ich sag mal, fürs 41er ist das in Ordnung. Also für mich auf jeden Fall. Ich fange hier tendenziell immer weniger wie auf der 34. So. Aber es ist so ruhig. Es ist so langweilig ohne Chat. Alter Schwede. Das ist ja nicht normal, ey. Junge, 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 Junge. Weit und breit, da kommt man sich vor, der alte Mann und das Meer, ey. Junge, Junge, Junge. Geil wäre, wenn das Boot noch einen Radiosender hätte oder so, ne? Das wäre cool. Mit irgendwelchen News. Ey, gerade in der alten Festung. Trophial gefangen worden. Ah, sowas wäre geil.
Diamond läuft wieder an der Tunguska. So voll die News über die Gewässer. Aber ich glaube, das wäre schon ziemlich viel Aufwand. Aber das wäre eine geile Sache. Oder man könnte funken. Mit anderen Spielern über Funk. Ja, man könnte so vieles. So, ich glaube, das war's jetzt hier auch. Den nehmen wir mal mit. Dann sehen wir uns am Fischmarkt. Gucken wir mal, was der Spaß jetzt doch noch gebracht hat. Wahrscheinlich nicht die Welt. Wird aber in Ordnung sein. Also bis gleich. So, Lille. Dann gucken wir mal rein, was wir verdient haben. 52 Minuten. 566 Silber. Das ist völlig in Ordnung. So muss es immer sein. Und siehe da, sogar die Makrele war der stärkste Fisch hier mit Silber. Haben die Makrelen auch gebufft oder was? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja klar, Steinköder gehören auch dazu. Dann haben wir hier die ganzen Heringe. Selbst die Sardinen ist nicht verkehrt, kann man nicht meckern. Ja, 566 Silber, das ist völlig in Ordnung. Jetzt gucken wir mal im Café rein. Ob ich da auch noch was wegknallen kann. Ach, guck mal. 187er. Ja, 180er. Da haben wir auch schon mal 71 Silber. 3 Sardinen. Zack, zack, zack. 84 Silber. Ist da auch nicht schlecht. Ich habe schon lange keinen Schellfisch mehr gefangen. Nicht, dass ich die jetzt vermisse, aber. Ne, haben wir halt 150 Silber. Plus 650 sieht die Sache schon wieder anders aus. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Ich muss gleich zur Arbeit. Haut's rein und tschüss.